Hallo, ihr Lieben. So, ein bisschen einrichten. Dann schauen. So, ich glaube, vom Bild her, der Ausschnitt passt ganz gut. Dann warten wir mal, ob mich wer entdeckt. Sitzen wir mal nieder, machen ein bisschen Krawall. Hallo, grüß euch. Hallihallo. Ah, geht schon los. Wunderbar. Hallo, grüß euch. Ich habe schon ein bisschen Chat mitgelesen. Ja, Daniela, ich freue mich auch schon sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Herzlich willkommen zu einem weiteren Wunderwelt-Mädels-Katalog-Countdown mit 7 Tagen, 7 Videos bzw. Lives und 7 unterschiedliche Stempelsets und jede Menge Inspiration dazu. Wer meinen Blogbeitrag gelesen hat, hat schon gelesen, dass ja Wunderwelt Mädels Katalog Countdown Video Challenge immer eine Herausforderung ist. Von dem her freut ihr unserer lieben Daniela immer wieder was Neues ein. So natürlich auch diesmal. Das eine Neue war, die Stempelsets, die wir verwenden, sind so ein Stück weit nach der Einschätzung von der Daniela, ich sage jetzt mal, verteilt worden. Natürlich haben wir Vetorecht gehabt, aber die Daniela hat so ein bisschen geschätzt, zu wem kommt was passen und mit dem dürfen können, sollen wir jetzt basteln. Und ja, wer Carina oder Ina Stempelt kennt, weiß, ich bin sehr intensiv mit Stempelset mit Bäumen verbunden. Diesmal sind es keine Bäume waren, sondern Baumscheiben. ich darf halt mit dem Set Jahresringe arbeiten. Ich habe in meinem Blogbeitrag geschrieben, nicht Set, sondern Produktreihe, weil es zum Produktpaket Jahresringe tatsächlich auch Papier gibt, allerdings in der Celebration. Zeige ich euch gleich, aber Schritt für Schritt. Also, das Produktpaket Jahresringe besteht aus einem Klarsicht-Stempelset. Die Stempel sind in 90% Größe abgebildet. So sind es in der tatsächlichen Größe. Aber nachdem man bei Stempelsets so nicht recht viel sieht, habe ich euch natürlich was vorbereitet. Und es gehört eine Hybrid-Prägeform dazu, nämlich der Embossing-Folder mit den Jahresringen, mit einem passenden Stanzteil, das man in den Folder einlegen kann. Das heißt, das Stanzteil legt man immer in die Oberseite ein. Ihr wisst, die Oberseite ist da, wo der Stampin'-Up-Aufdruck ist. Da nehme ich mein Stanzteil, positioniere mir das da einer, lege mir dann mein Papier drauf, mache zu und ziehe es mit der geschlossenen Seite voran durch meine Stanz- und Prägemaschine. Hat zur Folge, dass ich dann einzelne Baumscheiben habe. Was ich aber in dem Set nur dabei habe, ist, ich habe das Innenleben von den Baumscheiben. Keine Sorge, ich zeige es euch gleich. Und ich habe noch jede Menge geäst. Ich habe da einen Ast mit Beeren drauf. Ich habe so kleine Risse für die Baumscheiben. Ich habe ein Hütchen für eine Eichel. Und ich habe eine Eichel, die aber nicht nur eine Eichel ist, sondern auch ein Pilz, weil ich habe einen Stängel für Pilze. Das heißt, so, das ist einmal der Umfang vom Produktpaket. Man kann das Ganze natürlich auch einzeln haben. Das heißt, Stempelset einzeln und diese Kombination einzeln finden das Ganze, Moment, dann Schummelzettel, auf der Seite 62 im Mini-Katalog. Zeigen kann ich es euch natürlich noch nicht, weil ich noch nicht aufmachen darf. Aber ich habe euch was vorbereitet. Ihr wisst ja, wenn ich ein neues Stempelset habe, dann mache ich mir immer so eine Seite und ich stempelt mir mal alle Stempelabdrücke ab. Das heißt, ich habe da diese gestempelten Jahresringe. Ich habe jede Menge Sprüche von gute Besserung über ein Glückwunsch zur Hochzeit. Von uns für euch ein frohes Fest mitten ins Herz. Alles Gute zum Einzug. Das heißt, es ist jetzt nicht nur herbstlich, sondern ich kann tatsächlich auch ein paar
Anlässe abdecken. Ich habe einen Weihnachtsstern mit ein paar Bärchen drin. Ich habe da eine Blume, die habe ich jetzt einmal nur in grün abgestempelt. Ich habe ein Stängelwerk mit ein paar Blüten mitten. Ich habe da die Blüten dazu und zusammengestempelt schaut das Ganze so aus. Ich habe ein kleines Blatt, ich habe ein Blattgemenge. Ich habe da so etwas Farnähnliches oder ein Palmwedel. Und ich habe ein Häuschen. Und da habe ich jetzt einmal aufgestempelt, sozusagen, diese drei Eichelnpilze hängen zusammen. Das heißt, die drei stempel ich auf einmal ab und die Hütchen kann ich dann einzeln draufsetzen. Umgekehrt bei den Pilzstängeln habe ich alle drei auf einem Stempel und ich habe sozusagen wieder die drei Hütchen vom Pilz auf einem Stempel. Zeige ich euch nochmal. Das heißt, der Pilzhut oder die Eichel habe ich drei verbunden miteinander. Genauso bei den Stängeln. Das heißt, das Ganze setzt man dann so zusammen. Und wenn ich aber jetzt Eicheln stempeln mag, dann habe ich nur ein Hutterl. Und das kann ich halt dann individuell draufsetzen. Kann aber, wenn ich sozusagen jetzt nur eins von diesen Fruchteicheln, Eichenfrüchte, wie auch immer, haben will, dann tue ich halt da nur Farbe drauf und habe dann auch mein Hutterl, das ich draufsetzen kann. Finde ich toll gemacht, nämlich ich finde es immer geschickt, wenn man Stempeln auf unterschiedliche Orten verwenden kann. Ihr seht schon, da fehlt ein Häuschen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, mit was wir heute basteln werden. Ihr seht da auch nochmal die Stanzteile ausgestanzt. Das heißt, das sind sozusagen diese Ausstanzungen, die man in diese Baumscheiben einsetzen kann. Ich habe da auch wieder ein Fruchtteil und ein Eichelhütchen. Das Fruchtteil kann ich genauso eben wieder für den Pilz verwenden. Und ich habe Äste, da immer jeweils zwei, die in unterschiedliche Richtungen sich neigen. Und diesen Fruchtast. So schaut der Prägefolder aus, wenn ich nur präge. Das heißt, ohne dass ich den Hybridteil rein tue. Das heißt, ich habe einfach dann jede Menge Baumscheiben aneinander gelegt. So schaut das Ganze ausgestanzt aus. Das heißt, wenn ich den Hybridteil einlege, stanzt man genau diese fünf Baumscheiben aus, Jahresringe. Das sind die fünf. Das heißt, ich habe da gleich die Prägung drinnen. Und die fünf Teile da sind die Dinger, die ich dann in die Mitte einkleben kann. Die stanze ich mir so aus, kann es aber im Nachhinein in den Prägefolder einlegen und habe dann sozusagen das Innenteil auch geprägt. Und nachdem das in Weiß mir recht nett ist, aber man sich Baumscheiben anders vorstellt, habe ich euch die natürlich anders auch noch vorbereitet. Und zwar habe ich es zum einen in Weiß ausgestanzt und einfach mit Farbe ein bisschen koloriert ist fast zu viel gesagt. Angemalt trifft es in dem Fall eher. Das heißt, ich habe innen eine Savanne genommen und ich habe außen ein Espresso genommen. Ich muss dazu sagen, ich habe einen ganz normalen grundweißen Farbkarton genommen. Da ist halt nicht recht viel mit Farbverlauf und so weiter. Ich betone das extra so, weil unsere liebe Daniela uns nämlich nur eine Challenge gestellt hat für heute. Die zweite Challenge, oder für heute, für unseren Katalog-Countdown. Die liebe Daniela war nämlich der Meinung, wir dürfen, sollen, müssen alle aquarellieren. Und die liebe Carina hat einmal geschluckt, weil wenn ich was nicht kann, dann ist das Aquarellieren. Aber ich habe gesagt, ich stelle mich der Herausforderung und setzt die Challenge und das Motto, ich zeige, was Ina stempelt nicht kann. Von dem her habe ich mir gedacht, aquarellieren kann man auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe mir eine Variante herausgesucht, die bei mir auch ganz gut funktioniert. Also, so schauen die Baumscheiben aquarelliert, koloriert aus. Und man kann das Ganze natürlich auch in Farbkarton ausstanzen. Das heißt, ich habe die große Form, nicht die, sondern die dann da drinnen liegt. Ich habe da Espresso eingelegt und habe es mit der Stanzform durch, also habe Prägefolder mit Stanzform durchgezogen, habe mir dann mit den kleinen Teilen die
Teilchen in Savanne ausgestanzt und habe die Dinger dann einzeln ohne dem Schneideteil sozusagen immer auf die passenden Wortfindungsstörungen immer auf die passenden Reliefe, Baumscheiben gelegt, habe das dann zugemacht und durch die Stanz- und Prägemaschine gezogen und so habe ich quasi bunte Baumscheiben mit Prägung. Da konnte man jetzt tatsächlich nur diese Risse ausstanzen. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr gemacht, aber wir werden mit den Risse heute noch stanzen, allerdings was anderes. So. Daniela, mir gefällt die gemalte Variante nicht tausendmal schöner. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, für was man es verwendet. Voll viel schöner. Ja, na Gott sei Dank ist nicht ganz schief gegangen. Wie gesagt, das ist ja schon mal relativ umfangreich, was man mit dem Set machen kann. Ich habe euch im Blogbeitrag geschrieben, ich finde es sehr, sehr vielfältig, das Set. Und habe dementsprechend auch ein paar unterschiedliche Sachen vorbereitet. Vorher zeige ich aber noch schnell das Papier aus der Celebration. Und zwar das Papier nennt sich Kreislauf der Natur. Es hat 12x12er Set, sind 12 Bögen drin in 30,5x30,5 cm. Und ich habe es euch schon sozusagen Vorderseite und Rückseite sortiert. Ihr seht schon, das ist recht farbenfroh. Aber ich finde, auch im Papier merkt man schon, dass es nicht nur in Herbst abdeckt. Da zum Beispiel haben wir schon Frühling und Herbst beieinander. Sondern auch da vieles mehr zeigt. Aber Vögelchen, da haben wir es eher für mich total winterlich. Ja? Wir haben ein paar bunte Häuschen, die sich gut ausschneiden lassen. Wir haben ein Mandala und wer sie im Mini-Katalog schon angeschaut hat, nein, nicht im Mini-Katalog, sondern im Jahreskatalog, da haben wir so eine Art Hintergrundstempel mit einem Mandala drinnen. Das heißt, auch das findet sie wieder. Wir haben Pilze, Schwammerl in alle Varianten und wir haben wieder Baumscheiben. Und diese Baumscheiben lassen sie wieder mit unseren Hybrid-Stanzteil ausstanzen. Das heißt, wenn es einmal schnell gehen soll und wenn ich schön kolorierte Baumscheiben haben will, nehme ich mal das Papier. Und dann wird es noch weihnachtlich in Richtung Weihnachtsstern, wobei das für mich nicht nur eine Weihnachtssternwiese sein kann, sondern auch alles andere. Und dann haben wir noch Baumstämme mit Ästen. Von dem her, lasst sie wunderbar koordinieren, findet sie in der Celebration-Broschüre auf der Seite 6 und 7, genau. So, wir werden heute nicht damit basteln. Aber ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen mit dem Stempelset auseinandergesetzt und habe überlegt, was mache ich. Nachdem ja Aquarellieren jetzt nicht so ganz Platz 1 ist bei mir, habe ich mir mit anderen Sachen angefangen. Nein, stimmt nicht. Ich habe mit etwas Aquarellierten angefangen und habe das aber jetzt erst fertig gemacht. Und damit ich mich aber gut mit dem Stempelset anfreunden kann, habe ich natürlich ein paar andere Sachen auch probiert. Ich lege jetzt einmal unsere schöne Werbung da weg. Die Werbung bleibt. Und zeige ich einmal drei Varianten, die ich mit dem Stempelset gemacht habe. Anfangen da mal mit einem freudigen Anlass, der für viele gut in den Sommer reinpasst. Aber es gibt es natürlich auch im Herbst und Winter und im Frühling. Aber meine erste Variante, die ich gemacht habe, war, ich habe eine Hochzeitskarte gemacht. Ja? Und die hat, finde ich, diesen rustikalen Charme, das die Stempelset ausstreut, gar nicht. Wenn man mit zarten Farben arbeitet und ein bisschen reduzierter arbeitet, kann man mit dem Stempelset auch wunderbare, feine, zarte, elegante Sachen machen. Zweite Variante. Danke, Mandy. Zweite Variante habe ich eigentlich nur mit Stanzteile gearbeitet, nämlich nur mit den beiden habe man dann noch die Büttenränder dazu genommen und
in dem Fall ein Spruch aus einem anderen Stempelset und habe eine Trauerkarte gemacht. Das heißt, ich habe mir ganz viel von dieser Astal ausgestanzt, habe da ein Pergamentpapier eingelegt und habe die Äste miteinander verbunden, dass wieder ein Geäst, ein verzweigtes Astwerk wird. Und habe mir gedacht, für eine Trauerkarte passt die Idee. Ich denke an dich ganz gut. Das ist aus der Wiesenruhe. Da habe ich mit Lindgrün gearbeitet, weil ich habe mir gedacht, zu viel Schwarz, Grau, Weiß mag ich nicht haben. Die Blätter sind schwarz, der Blütenrand auch, aber mit Lindgrün setzt er sich wieder ganz gut ab. Variante 2. Ich habe immer noch nicht aquarelliert. Ja? Aber ich denke mir, da sieht man schon die Vielfalt vom Stempelset. Und jetzt kommen wir zu der Variante, in der Art werden wir heute basteln. Es ist kein Meisterstück, weil ich mit dem Stempeln ein bisschen schwerer habe, aber das wird unser Werk von heute mit Häusern, die durchgehend gestempelt sind. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich die Häuser zuerst gestempelt habe mit Stays On und dementsprechend jetzt nicht so tolle Stempelabdrücke zusammengebracht habe, aber für meinen Prototyp finde ich, hat es gereicht. Idee war, ich mache so ein bisschen eine Nachtstimmung in einer Siedlung und das Ganze kann man ja wunderbar zum Einzug verschenken. Da habe ich unser Glitzerpapier mit den In-Color dahinter gesetzt. Werden wir jetzt dann anders machen, aber vom Stil her werden wir die Karten so miteinander produzieren. Und ich habe gesagt, wir fangen einfach einmal an. Stimmt, Mandy, wir haben eine Hilfe, die man Stamparatus nennt. Et voilà, ist schon vorbereitet. Aber es war ja tatsächlich in der Ausprobierphase und wir werden auch diesmal anders herangehen, weil wir ja jetzt nicht so viel Trockenzeit haben im Live. Von dem her habe ich diesmal tatsächlich ein bisschen was vorbereitet. Die drei Karten lege ich mal kurz einmal zur Seite, die werden wir uns am Schluss nochmal einholen. Und ich hole mir ein Schmierpapier einer. Ihr seht, ich habe schon gewütet. Ich meine, die Seiten ist ein bisschen hübscher. Ich habe mir vorbereitet. Ja, entweder große Sterne, Daniela, oder Feuerwerk. Es geht ja durchaus auch als Feuerwerk durch, in dem gerade wer, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Einzugsfest feiert und sie ein Feuerwerk leisten mag. Kann man dann interpretieren, wie man es mag. So, aber jetzt. Ich habe mir ein Stück Seidenglanz vorbereitet, habe das einfach mal grob zusammengeschnitten und ein Viertel rausgeschnitten. Das heißt, das ist 14,85 mal 10,5. Werden wir uns nachher noch auf die richtige Größe zusammenschneiden. Und ich habe mir ein paar Farben vorbereitet. Einmal Olivgrün, einmal Nachtblau, und einmal Sahara-Sand. Ich habe mir den breiten Pinsel vorbereitet, der noch recht blau ausschaut, wo aber eigentlich keine Farbe mehr rauskommen dürfte. Ja, schaut ganz gut aus. Das kommt von hinten durch, das passt schon. Und nachdem ich diesmal relativ viel Wasser brauche, habe ich mir noch ein Glas mit Wasser vorbereitet, beziehungsweise, wenn man so eine ganze Fläche aquarellieren mag, kann man sich auch so einen Stampin' Spritzer nehmen, mit Wasser füllen und das Ganze einfach einmal einsprühen. Dann nehme ich meinen Pinsel und verteile das Ganze ein bisschen. Und ich fange mit Olivgrün an. Da ist nicht mehr viel drin, das heißt, ich drucke mir mal eine Farbe in Stempel. Ich drucke mir mal eine Farbe in den Deckel rein. Wer sich mit dem Zusammendrucken ein bisschen schwer tut, tut sich einfach einen Tropfen von einem Nachfüller rein. Und auch da zur Farbe tue ich mir einen Tropfen Wasser und fange einfach einmal auf einer Seite an, dass ich in gerade Linien drüber gehe. Ich werde schauen, dass es ungefähr ein Drittel, wobei der Himmel ein bisschen mehr Platz brauchen darf. Und ich mag unten das Grün ein bisschen dunkler haben. Das heißt, ich werde mir tatsächlich mit vom Nachfüller
da auch nur eine Farbe rein tun, damit das richtig satt wird. Wenn ich ihn denn finde. Da ist er. Dünne mir das trotzdem ein bisschen aus und gehe von unten einfach mit mehr Farbe nur ein bisschen drüber, damit ich einen Verlauf habe. Machen wir dann mit dem Pinsel sauber. Und orientiere mich in Richtung Sahara Sand. Mein Pinsel grünt gerade noch richtig nach. Das heißt, da lasse ich mir auch Zeit, dass ich die Farbe rauskriege. Denise, ich verwende Seidenglanz. Das ist dieses Papier mit, man wird es in der Kamera jetzt nicht gut sehen, mit den ganz kleinen, feinen Glitzer-Sparkles drinnen, das ein bisschen eine Beschichtung hat und entsprechend nicht so viel Farbe aufnimmt. Ihr könnt es aber natürlich auch Aquarellpapier verwenden. Ich habe mir gedacht, in dem Seidenglanz muss auch funktionieren. So, dann tun wir ihren Streifen Sahara Sand rein. So ein bisschen Straße, Gehweg, was auch immer. Das soll und darf abstrakt sein. Da brauche ich nicht so viel, bin ich schon durch. Das werde ich nachher nicht mehr zum Nachfärbeln brauchen. Ich bin richtig schwer konzentriert. Ich habe heute voll die Challenge vor mir. Dann nehmen wir das Nachtblau. Und auch da, wie gesagt, wenn ihr euch da zu wenig Farbe drinnen habt, tat es einfach vom Nachfüller noch was dazu. Was wieder dafür spricht, nicht bei den Nachfüllern warten, bis die Farben aus dem Sortiment gingen, sondern wirklich gleich dazu bestellen, weil wir können ja mit den Nachfüllern auch wunderbar Techniken umsetzen. Färbeln, stempeln, basteln. Von dem her, wer sich die Nachfüllung noch nicht dazu bestellt hat, hurtig, husch, husch. So, das färbelt immer so lang und so tief ein, bis es mir gefällt. Wenn ich jetzt sage, das ist mir immer noch zu hell, weil es ist ja eigentlich ein Nachthimmel, wo es nachtblau ist, ist es mir tatsächlich dort und da ein bisschen zu hell, kommt jetzt vom Himmel her nochmal mit Marineblau reingehen und von unten zum Beispiel mit Lodengrün. Uli, ja, es wählt sich tatsächlich, wenn es nass wird. Aber nachdem ich ja gesagt habe, ich habe nicht so viel Trockenzeit, habe ich so ein Stück schon vorbereitet. Es ist nicht ganz glatt, aber es lässt sich wieder gut verarbeiten. Das sage ich euch gleich. Ich bin nämlich jetzt mit meinem Aquarellteil fertig. Machen wir meinen Pinsel noch sauber. Und legen wir das zur Seite für irgendein anderes Projekt an. Und zaubere jetzt ein bisschen. Wenn das Ganze getrocknet ist, ich lege mir es immer unter meinen Block rein, dann ist es auch nicht ganz gerade, aber es hat sich wieder halbwegs stabilisiert. Das heißt, das Wellen ist, wenn es feucht ist, wenn es nass ist, ist es da, das stimmt, aber es reguliert sich wieder ganz gut.
Ja, Uli, das ist auch eine Möglichkeit, definitiv. Aber die Möglichkeit habe ich ja nicht gehabt. So, jetzt kann ich mir das gleich einmal, wenn ich mag, auf die Größe zuschneiden. Ich kann mir aber jetzt auch mal meine Häuser einstempeln. Und das werde ich machen, weil wenn die Häuser dann abgeschnitten sind, das macht man gar nichts. Und da habe ich jetzt tatsächlich, so wie die Mandy geschrieben hat, vorher mein Stamparatus vorbereitet. Und ich habe mir das Haus schon eingerichtet. Und es klebt. Das hat sich jetzt das angestempelt, von dem habe ich jetzt ein braun-graues Haus. Aber man sieht nur durch. Nachdem ich das aber nicht so gern mag, werden wir jetzt mit Memento stempeln. Memento. Und nachdem das Ganze trocken ist und wir es dann Paratus verwenden, können wir ja ein zweites, drittes Mal drauf gehen. Von dem her. Danke. Von dem her probieren wir es mit Memento und das lässt sich dann vom Stempel auch besser ablösen. Ich habe mir meinen Stempel relativ weit außen positioniert, weil ich stückweise mit dem Papier reingehen möchte und von dem her müsste es sich gut ausgehen. Das heißt, ich werde mir mein erstes Haus da herunten platzieren am unteren Ende vom Mittelstreifen. Und habe mir dafür schon meine Magnete bereitgelegt. Vorsicht, die Magnete nicht zusammenditschen lassen. Das sind Neodym-Magnete, die brechen relativ schnell. Und wir kriegen es, wenn sie gebrochen sind, nicht ersetzt, weil es wieder ein Merkmal von der Art der Magnete ist. Sie sind super kräftig im Halt, aber brechen halt entsprechend schnell. Wie gesagt, mein Haus ist da aufgezogen und auf einer zweiten Platte habe ich mir dann das Dach aufgezogen, das wird dann genau drüber gehen. Ich hätte es ausprobiert, beide Stempel auf einmal geht nicht, weil der Abstand zu groß wird. Ja, genau, Memento. So, ich schnapp mir mein Memento, färbel mir mein Haus, das seht ihr jetzt genau gar nicht, gell? Und stempelt mir mal runter. Da gern mit ein bisschen Druck arbeiten. Und wenn wir nicht zufrieden sind, dann färbeln wir einfach nur mal ein. Muss ich noch mal gleich Entschuldigung sagen, ich habe tatsächlich kaum wen begrüßt heute, weil ich gleich so ins Tun gekommen bin und ins Erklären und ins Quatschen. Das ist ja fast wie ein Fachvortrag heute, gell? Ich weiß nicht warum, aber heute bin ich etwas aufgeregt. Aber ich bin überzeugt davon, dass ihr hier untereinander prächtig unterhalten werdet. Von dem her ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn ich mal nicht so intensiv im Chat bin. So, mein erstes Häuschen ist fast fertig. So, ihr seht, ich habe da ein bisschen Abstand dazwischen lassen, aber jetzt nicht den Riesenabstand. Ich schiebe mir meine Magneten auf Seiten. Wie ihr seht, ich habe da keine Kleber drauf, ist ganz viel haben, weil ich der Meinung bin, mit Wegschirm lassen sie die wunderbar bewegen. Und ich habe am Anfang einen Kleber drauf gehabt, den habe ich mir sofort abgerissen. Und von dem her wird es jetzt ohne gehen. Ich schaue ungefähr, wo mein Haus hin soll. Positioniere mir mein Papier wieder neu. Ziehe mir die Magneten einfach runter. Die gehen dann super her. Und setze so wieder auf, dass wir beim Stempeln nicht stören, aber das Papier gut halten. Und setze mit meiner Häuserreihe fort. Stamparatus ist eine wunderbare Erfindung, weil ich jetzt nicht nur diese Häuser mit dem Stamparatus mache, auch die Hochzeitskarte mit dem Kreis habe ich mit dem Stamparatus gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann machen wir da gerne mal ein anderes Video dazu. Da habe ich nämlich ein kleines Hilfsmittel dazu. Und dann kriegt man wunderbar Kreise hin. So, jetzt habe ich irgendwas verpasst. Wo ist es ein Riesenunterschied?
Ich werde es mir nachher verzögern vielleicht. So, Haus Nummer 2, fertig. Ich schiebe mal die Dinger wieder zur Seite. Und schiebe mal, wie ihr seht, meine Häuserreihe steht auf einem Hang, weil die geht leicht nach oben, beziehungsweise wir konnten es auch leicht versetzt machen. Das heißt, wir können das Haus wieder ein bisschen weiter runtersetzen. Da kann man ja gut flexibel das so richten, wie man mag. Ah, es geht eh um das Apparatus, okay. Ich habe schon gleich gesehen, die sie aus einem Bilderrahmen aus Stempelhilfe gemacht haben. Ist nicht zu vergleichen. Vor allem auch mit unserer Möglichkeit, sozusagen einen Scharnierschritt zu machen. Jetzt probiere ich gerade was aus. Ganz zurück. Nein, unsere Häuser gehen nicht direkt mit einem Scharnierschritt, aber wir haben ja tatsächlich Stempelsets, die man sozusagen immer mit einem Scharnier versetzen kann und dann hat man ein wunderbar gleichmäßiges Muster. Das kann ein No-Name-Produkt nicht. Zumindest kannst du sie kennen. Ich habe mich ja voll gefreut, ich darf ja sozusagen heute unseren Countdown eröffnen. Und von dem her darf ich heute auch die Beatrix morgen ankündigen. Und ich hoffe, ihr habt schon in ihr auf ihren Videokanal nachgeschaut und, sie, und euch in ihre Videos vertieft. Ich finde nämlich, die Beatrix ist so eine Bereicherung für unsere YouTube-Truppe bei den Wunderwelt-Mädels, weil ich persönlich der Beatrix total gern zuhorche, wenn es verzögert. Und ich finde sie also eine sehr entspannende, beruhigende Stimme. Und ein toller Ort zu erklären, dass man auch gut nachbasteln und mitbasteln kann. Von dem her freue ich mich total, dass die Beatrix direkt nach mir draufkommt. Und sozusagen als nächstes ein Stempelset aus dem Herbst-Winter-Katalog präsentieren darf. Ich freue mich über, wir sind ja so eine tolle Truppe. Ich finde, es hat jeder von uns so seine Besonderheit. Ich schaue ja zum Beispiel bei der Cornelia schaue ich so gerne eine, weil ich ihren furztrockenen Humor so gern habe. Ja. Yvonne mit ihren Tech-Karten brauche ich, glaube ich, eh nicht extra erwähnen. Da können wir alle noch was lernen. Bei der Susanne finde ich ihr so ganz spezielle Besonderheit ist dieses zauberhafte Designerpapiere mit einer Leichtigkeit zu produzieren. Naja, und unser Daniela, brauchen wir eh nicht drüber reden. Ne? Ohne die Videos von der Daniela wäre ich nie Demo geworden, hätte ich nie sozusagen Server gestartet, Videos zu machen, die sind sowieso Inspiration pur. Von dem her finde ich, sind wir ziemlich coole Truppen. Und die Beatrix ergänzt uns wunderbar. Also ich freue mich recht, dass du mit dabei bist. Ein fünftes Haus schaffen wir nicht mehr, da müssen wir jetzt tatsächlich einen Stempel versetzen. Nachdem ich das Teil aber noch ein bisschen zuschneiden werde, werde ich es also belassen. Das heißt, ich habe da vier Häuser drauf. Werden wir jetzt schnell meine Stempel sauber machen, weil ich das nicht mag, wenn dann da alles voll ist. Und beim Stamparatus, so, ich liebe meine Schrubbkiste, aber für den Stamparatus habe ich immer unsere Reinigungsprofis, der Chemie, weil ich da nämlich auch meine Kleckse auf meine Platten wegkriege. Und wenn ich da einmal drüber fahre, dann kann ich den in aller Ruhe sozusagen zusammenkloppen. Und ich habe keine Botzerei mehr. Ganz wichtig, die Platten nicht drüber klappen, sondern außerhängen und drüber legen, weil sonst macht man sich die Scharniere kaputt. Ja, alle Mädels Unikate und trotzdem eine Einheit. Ist doch voll schön, oder? So, ich brauche mein Schneide- und Falzbrett.
den ist unbedingt nachholen. Uli, der Reinigungsprofi ist schon ganz schwarz. Ich habe meinen tatsächlich auch schon mal austauscht, aber tatsächlich nicht, weil er schon ganz schwarz war, sondern weil er ihn falsch gelagert hat und er hat zum Müffeln angefangen. So, ich schneide mir meinen Aufleger auf, auf 10x14, ganz klassisch, weil ich nur einen Unteraufleger drunter tun möchte. Und zwar deshalb, weil ich dem Ganzen gerne ein bisschen Stabilität geben möchte. Das heißt, da habe ich mal 10x14. Und ich habe gedacht, für einen Unterauflieger nehme ich ein Olivgrün. Und das schneide ich mir auf 10,2x14,2. Und bevor wir das Ganze zusammenkleben, brauche ich meine Stand- und Prägemaschine. Und zwar schnappe ich mir da jetzt die große. Meine Grundplatte. Meine Zwarerplatte, meine Acrylplatte. Und die zweite Acrylplatte. Und dann schnappe ich mir meine Baumrisse und mache wieder Feuerwerk. So. Da gibt es zwei Größen. Ich lege es erst einmal einfach irgendwo auf und schaue, dass ich nicht ganz zu nahe am Rand komme. Ich habe ihn tatsächlich immer in so einer Box und habe ihn früher immer ganz zu gehabt und würde ihn jetzt einfach auch in der Box gehalten, aber so ein Spalterl einfach offen lassen. Dann wird er zwar hart, aber sobald man ihn unter Wasser legt oder ins Wasser legt, wird er sofort wieder weich und er fängt nicht zum Stinken an. Ich muss dazu sagen, zum Stinken oder zum Müffeln angefangen hat er nach 1,5, 2 Jahren. Und dann hat er durchs Waschmaschine waschen dort und da ein paar Wuckerl verloren. Das ist eh für das Teil, das kostet keine 8 Euro, ist das eh eine lange Lebensdauer. Aber irgendwann darf man es austauschen und wie gesagt, wenn man ein bisschen Luft dazu lässt, wird er zwar hart, aber er schimmelt nicht und modert nicht. So, meinen großen Teil lege ich da nochmal um. Und das Kleine legen wir da her. Und da stand es immer so viel außer, wie man denkt, das passt noch. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist genug, dann muss man schauen, dass man stoppt. Aber ich finde Feuerwerk, wenn Feuerwerk, immer nur dann, wenn es wer andere finanziert. Also Feuerwerke finanzieren würde ich nie tatsächlich. Aber ich schaue mir es recht gern an, wenn wer andere Geld in die Luft pustet. Also anschauen, schön, selber bezahlen. Nein, lieber Stempelsets kaufen. Aber wenn ich Feuerwerk schaue, dann kann es tatsächlich nicht genug sein. Von dem her da haben wir nur ein paar Kreuzerl und Sterndal eine.
So, das Große hat einmal ausgedehnt und das Kleine findet nur da seinen Platz. Und dann hätte ich gesagt, das ist aber genug. Jetzt dabei werden wir ein bisschen Konfetti produzieren. Da schaue ich immer, dass die Dinger weg sind, weil wenn man die sozusagen unter dem Farbkarton verrutscht, dann gibt es immer schiere Abdrücke. Von dem her schaue ich immer, dass ich Stanzreste vollständig von der Acrylplatte entferne. Stimmt, Gerhard, das könnten auch Windkrafträder sein. Das ist sozusagen die Siedlung der Zukunft, ne? Das war's. Dann räumen wir mal das Ganze wieder weg. Und in dem Fall werde ich im Gegensatz zu der, wie gesagt, da war Glitzerfolie drunter, der helle Teil vom Nachtblau und da ist übrigens auch noch ein Teil drunter. Und diesmal werde ich mit einer Goldfolie arbeiten. Da habe ich einfach ein Stück genommen aus diesem Dreier-Set mit diesen dreierlei Varianten. Das schneide ich mir jetzt nur zu. Von der Höhe her werden wir 3,5 cm nehmen. Und von der Länge gehe ich auf 13,9, damit es unten nicht ausschaut. Schnappen wir meine Silikonklebematte und legen wir das Ganze am Bauch drauf, weil ich werde jetzt um diese Sparkles herumkleben. Und falls da was durchgeht, damit ich meine Vorderseite nicht versau, verklebe, schön sprechen. Vom Ablauf her, morgen ist die Beatrix dran, das habe ich eh schon gesagt, von Besonderes Handgemacht. Am Sonntag, wie gewohnt, unsere liebe Yvonne von Papillon. Am Montag, wie gewohnt, unsere liebe Susanne von Kreativwolf. Am Dienstag wird uns die Daniela live beglücken. Und am Mittwoch kommt die liebe Cornelia von Papierglück dran. Und am Donnerstag schließt dann die dann jeder nur mit einem Live ab, aber das wisst ihr eh schon, weil dann gibt es ja die große Verlosung für Danielas tollen Meilenstein, sage ich jetzt einmal, mit den 10.000. Das ist schon cool, oder? Wenn man fünfstellig ist, habe ich den höchsten Respekt. So, dann schaue ich, dass ich die Folie aufklebe, ohne dass ich viel umeinander rutsche, damit ich meine den Kleber dann nachträglich doch wieder aus die Öffnungen aussehe, transportiere und streife mir das Ganze von hinten nur mit meinem Falzbein fest und dann können wir das Ganze auf die erste Mattung aufbringen. Seht ihr, jetzt haben wir goldene Sparkles mit ein bisschen Kleber, aber das sieht eh keiner. Das bringen wir jetzt da auf. Ihr seht, das ist wieder ein Mini-Mini-Mini-Rand. Wer sich mit Abrissklebeband recht leicht tut oder mit einem trockenen Kleber, dann würde ich mit Abrissklebeband kleben oder mit Flink und Fest Plus, weil wenn sich das Papier recht wellert, kann man es dadurch wieder recht schön gerade kriegen. Mit ein bisschen Geduld geht es aber mit Flüssigkleber auch. Aber wie gesagt, der zweite Mattung schaut in dem Fall auf keinen Fall. Jetzt zeige ich nochmal meinen Prototypen. Da habe ich nämlich keine zweite Mattung drunter da.
Und so ein Papier, das ein bisschen verzogen ist, hat schon eine Kraft. Weil nämlich, ich stelle es euch einmal auf, die ganze Karte sich so ein bisschen an die Kanten in die Höhe zieht. Von dem her, wie gesagt, zweiter Aufleger, Unterauflieger, schaut auf keinen Fall. Und wer mag, gern mit einem trockenen, starken, kräftigen Kleber verkleben, dann hält das Ganze auch auf besser. So, ihr seht es eh, meine Grundkarte ist in Nachtblau. Den ist, das kann ich mir vorstellen, mit Silberglanzpapier schaut das sicher auch super aus, ja. So, meine Grundkarte schneide ich mir wie gewohnt auf 14,5 x 21 und falte es bei 10,5. Und da kann ich mir das Ganze jetzt mit der Menschennetz erhöht aufbringen, weil ich ja schon einen Unterauflieger drauf habe. Und dann kriege ich so auch noch ein bisschen eine Dimension rein. Da würde ich auf keinen Fall sparen damit, sondern wirklich schauen, dass das an mehreren Punkten fixiert ist, damit man nicht noch 3, 4, 5 Tage, 1, 2, 5, 7 Wochen das böse Erwachen hat und sie denkt, boah, meine Karten hat es komplett verzogen. So, ich schätze mal, das wird reichen. Mandy, das ist ja nicht peinlich. Alles hat seine Zeit. So, dann schauen wir, dass wir das möglichst mit den gleichen Abständen auf unsere Grundkarten aufbringen. Und dann brauchen wir noch einen Spruch. Und ich finde, so siedlungsfest bei Nacht kann man wunderbar zum neuen Einzug herschenken. Von dem her werden wir jetzt noch einen zweiten Stempel aus dem Stempelset hernehmen, nämlich alles Gute zum Einzug. Den lege ich mir ganz locker einfach auf meinen Platz und nehme ihn mit einem Acrylblock auf. So habe ich nämlich garantiert einen geraden Spruch und nicht eine Welle drin oder so. Dann brauche ich noch ein Stück Papier, dann nehmen wir ein weißes. Ihr seht es mein Probehaus. Das wird mir zu wenig, also machen wir es so. Stempeln dann in Nachtblau. Danke Yvonne, freut mich, wenn es gefällt. Schau, dass ich möglichst gerade abstempelt und gleich sozusagen die Kante mal zu Hilfe nehmen, weil dann muss ich nur bei einer Seite schneiden. Ja, das hätte ich gesagt, geht das gerade durch. Oh ja, der Bruno gibt wieder Gas. Ich habe schon Sorge gehabt, die hört es mir halt gar nicht. Weil bis 2 Minuten bevor ich gestartet habe, habe ich da Bassklänge herum gehabt. Irgendeiner meiner Nachbarn hat die Musik gefeiert heute. Muss auch manchmal sein. Nachdem wir gerade super Regenwetter haben. So, da schneide ich mal grob ab. Das Ganze schneide ich mal auf. Was nehmen wir denn? Einen halben Zoll, weil wir das noch in eine Stanze einschieren.
Und von der Länge her schauen wir so, wie lang das Teil ist. Werde ich mal bei 7,5 einkürzen. Und dann brauche ich noch ein Stück Goldfolie, weil wir ja gerade mit Gold gearbeitet haben. Da schauen wir, dass wir ein Stück von derselben finden. Sonst muss die nächst hellere dran glauben. Es wird die nächst hellere. Der Abstand ist groß genug, glaube ich, dass es nicht so arg auffällt. Schauen wir mal. Ja, das lassen wir so. Das schneide ich mal auf 8 cm. Und von der Breite her hat es einen 3/4 Zoll. Das passt wunderbar. Und nehmen wir die Stanze nach Wahl allerliebster Anhänger. Die ist ja Gott sei Dank übernommen worden. Und stanzen wir jetzt auf einer Seite von meinem Etikett einen Abschluss. Das richte ich mir aber ganz gern hinten aus. Also sich nicht darauf verlassen, dass es gerade kommt, sondern wirklich hinten reinschauen und wenn es dann passt, abdrucken. Und dasselbe machen wir mit der Goldfolie. Die richten wir uns aus. Und dann können wir das Ganze übereinander setzen. Mit Abstandskleber mache ich das auch, aber ich nehme die kleinen dazu. Wir sind fast fertig. Das setze ich mal übereinander. Schau, dass ich möglichst mittig komme wieder. Da am äußeren Ende gehe ich Kante auf Kante. Und das klebe ich mir jetzt plan mit Flüssigkleber auf. Das darf da einer schauen und auch da schaue ich, dass ich sozusagen mit dem ersten Unterauflieger bündig bin. Irgendwie, wenn es dann klebt, schaut es wieder schief aus, gell? Und nachdem das ja so ein Feuerwerk ist, könnte man wenn man Silber drunter hat, einfach Basic Strassschmuck nehmen und kleine Steinchen dazwischen setzen. Man könnte den bunten Schimmer Strassschmuck dazwischen setzen. Wir haben aber welche in Champagner. Die sollte ich auch haben. Diese hier. Und die finde ich passen zum Gold ganz gut. Und da setzen wir uns jetzt noch ein paar drauf. Wenn es schon glitzert und funkelt, dann richtig, oder? So, ich für meinen Teil
wäre fertig mit der Karte. Mit dem Stempelset oder mit dem Produktpaket Jahresringe. Mit Aquarelltechnik. Und mit zwei weiteren Ideen, wie man das Stempelset einsetzen kann. Jetzt lege ich einen Spielplan für die nächsten Tage ein. Ich hoffe, meine Inspirationen haben euch ein bisschen geholfen bei der Kaufentscheidung. Ich hoffe, der ein oder andere oder viele entscheiden sich dafür, bei uns Wunderweltmädels einzukaufen, weil ihr schätzt, wie wir tun, wie wir arbeiten, auch wenn wir nicht zu jeder Bestellung was herschenken. Aber ich denke, wir schenken unsere Ideen, unsere Inspirationen her. Wir schauen alle, dass wir einen Strang ziehen und gleich arbeiten und uns nicht sozusagen gegenseitig das Leben schwer machen. Von dem her würde ich mir wünschen, dass wirklich der ein oder andere eine Bestellung aus dem nächsten Katalog bei einem von uns Mädels platziert oder gern auch bei einem von uns ins Team einsteigt und einen super tollen Planer dazu kriegt zum Starterpaket. Und ein Wunderweltmädel wird in erster oder in zweiter Generation, wie auch immer. Genau, das war's von mir von heute. Meine Premium-Bastler sehe ich morgen. Ihr kriegt alle nur eine E-Mail von mir, aber bitte legt euch einen handelsüblichen Locher bereit und einen kleinen Schraubenzieher oder irgend so ein Frühstücksmesserl. Wie gesagt, ihr kriegt nur Mehl. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss, Baba, pfiat euch!